Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA, der Story Mode. Wir sind mit Franklin unterwegs und es wird dunkel. Ja, nach der letzten Folge haben wir erstmal ganz schön mit der Online-Mode gechillt und ja, jetzt ruft uns gerade Simon an. Ja, wir kommen sobald wir können, denn im Moment habe ich gar keinen Bock. Wir chillen jetzt erstmal hier durch die Gegend. So, was machen wir denn Nettes? Hier die Karte mal anschauen. Ne, komm, wir haben sowieso im Moment nichts Besseres zu tun. Wir gehen einfach mal zu Simon. Und dann gucken wir uns mal das an, was er für uns zu tun hat. Ich meine, ich weiß eh schon, was wir machen müssen, denn drei oder vier Missionen habe ich ja gespielt, bevor ich mein Profil dann wieder gelöscht habe und ein neues wieder aufgemacht habe. What the fuck? Nichts Krasses, okay. Und ja, deswegen kenne ich die drei, vier Missionen am Anfang. Das ist eine geile Karre. Das ist der Bullet und das ist Ford GT40 oder so, ja? Ja. Na gut, gehen wir zu Simon und mal schauen, was der für uns hier im Petto hat. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. Ja. So good. Ey, Both komm, of hau ab, you. du Schwuchtel. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why Drückt er mich I am erstmal und very umarmt honored mich. to announce to you that you are employee of the month. Angestellter des Monats. Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and Da nothing. ist jemand I tell you what, stinkig. my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, niggas. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Ja, das gefällt Lamar natürlich ganz und gar nicht. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get What you mean, us fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the Alter, jetzt komm mal wieder runter, ja? Komm, der braucht sich ja hier nicht so zu aufzuregen. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike. Oh, wir haben payment at all. Some ein Motorrad gekriegt. Okay. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Aber wir fahren mit den GT40. Oh la la. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude with the tattoo on his face and shit? Wollte schon sagen, wo ist der Motorsound? Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? I don't give a shit. Diese Karre ist einfach nur geil zum Chillen. Sie ist nicht besonders, also schon schnell ist sie schon, aber jetzt nicht der Wahnsinn, ne? Step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's. Okay, driften geht nicht. Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drum. Was labern die Rockstar? Du sollst hier deutsche Intros machen. Shoot
in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. Das musste sein. Und das auch. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life. Let's come. Ich will doch nur hier ordentlich parken, Alter. Da ist jemand besoffen. Kriegst du erstmal hier ein paar vor die Fresse. Was haben wir hier für Waffen? Okay, nur 6 Schuss. Alter, das darf doch nicht wahr sein, oder? Okay. Das sollte übrigens hier der Mitsubishi Eclipse sein oder so was, ne? Obwohl er auch den Audi TT sehr ähnlich sieht. Ja, wir chillen jetzt durch die Gegend, so wie ein Gangster. Nein, ne, lass zu. Okay. Hier geht die Visuale, die geile Visuale nicht. Okay. Oh, ene mene mu und raus bist du. Ich kenne das ja sowieso. Komm rauf. Da ist kein Motorrad. Hola amigos. Hola SA. So you're trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh shit. Na komm, jetzt werden erstmal hier Leute erschossen. Na komm hier, hol dir die Pistole, du Lutscher. Na komm, lad nach hier. Alter Vater. Ja, so muss das sein hier. Mal nachladen und dann die Kanonen überall aufheben. Jetzt lad nach hier, Alter. Alter, ich bin fast tot. Ich muss jetzt in Deckung gehen. Ah, Mann, ey. Nur ein Schuss drinne. Den hätte ich vielleicht sogar erwischt hier. Ich darf jetzt keinen Fehl leisten, denn mein Leben ist schon am Ende. Komm! Let's get him, homie. I wanna get paid. Komm, den holen wir uns jetzt einen Lutscher hier. Komm. Da ist er ja auch schon. Ah klar, da ist jetzt ein Porsche. Das darf nicht wahr sein, ey. Immer wenn ich eine Mission mache, gibt es die geilsten Karren. Und wenn ich dann aus der Mission bin, dann wo ich mir die Karren dann so holen könnte. Nein, dann gibt es keine Karren. Da guck mal, da wird ein geiles Teil da schon wieder. Und ich muss mal den Lutsch-Motorrad hier holen. Ich könnte wieder kotzen. Aber erstmal so ein GT40 in der Garage zu haben. Ist ja auch hier schon mal was, ne? Lololololo. Ja, Musik mussten wir ja ausmachen, weil so Monetarisierung und so. Können wir keine Musik chillen. Aber dafür können wir ja Unsinn machen und hier die Leute zu Tode langweilen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die krasseren Missionen. Neo und so haben wir ja... Oh, geil, Alter, der California. Ich würde so gerne jetzt die Autos hier einsacken.
Wir gehen auf jeden Fall gleich auf der Suche nach ein paar richtig heißen Karren. Ja, wie gesagt, Neo sagte uns ja schon, dass wir auch Juwelierladen überfallen müssen und so. Naja, mal schauen. Erstmal hier GT40 in der Garage abstellen. Bestanden. Ja, ist mir doch egal hier. Okay, das war jetzt nicht besonders. Was will man machen, ne? Habe ich denn jetzt hier? Hey, ramm mich bloß nicht, du Lutscher hier. Okay, shit. Ja, was diese Fragezeichen bedeuten, wissen wir ja schon. Neonatore hat uns ja da aufgeklärt, das ist Fremde und Freaks, das sind so Nebenmissionen. Ich glaube, dass das nicht ein Muss ist, aber es ist nice, die zu machen, also auf jeden Fall. Er sagte, dass manche von diesen Fremde und Freaks Missionen ziemlich geil sind und ja, deswegen werden wir sie auch machen. Er hat ein Setup gesetzt. Ach so, ja, der andere, der. Ja, so ein anderer Farbiger. Ich hoffe, ich darf farbig sagen. So, was klauen wir uns jetzt für eine Karre? Ich brauche eine Karre. Halt bloß an. Ey, das machen die immer. Immer. Könnt ihr jetzt so eine Kugel verpassen? Will er mich verarschen? Ja, holla, erstmal aussteigen hier. Ja, glaub's mir, wenn ich bessere Knarren habe, dann zeige ich dir fucking way und so. Also bevor hier, wenn das keine Note ist, dann heiße ich nicht Delta. Oh ja! Alter, wir gehen jetzt ficken! Okay, also wir müssen irgendwo hin, wo uns keiner stört. Okay. Das hat sie zwar nicht gesagt, aber ich kann es mir so denken. War ja bei den anderen GTA wie Vice City und San Andreas ja nicht anders. Wir gehen jetzt hier mal chillen eine Runde. Ja, shit. Du kriegst gleich Shit in deiner Muschi. Komm. Gefällt's dir hier nicht? Ja, wir tun es jetzt, Baby. Komm, wir gehen direkt auf das Teuerste, oder? Oh ja, sie gibt es uns. Alter Vater. Kamera bewegen. Okay, aber... Mann, what the fuck? Was war das denn jetzt für ein Fail? Okay, besonders viel sieht man nicht. Und was jetzt? Was macht ihr denn mit $50? Also, okay. Alter. Das Spiel ist so Porno. Man kann gar nichts machen hier. Ne, man kann nichts beschleunigen, nichts. Okay, aber der guckt sich dauernd um, falls jemand guckt, so ein Spanner. Jetzt mach hin, Junge. Okay, anscheinend hat's geschmeckt, okay. Ja.
Nee, man sieht sowieso nichts. Von daher werden wir Dienste ablehnen. Ja, komm bald wieder vorbei. Okay. So, erstmal kriegst du jetzt schön eine Kugel. Und Kohle einsacken. Zwar nicht die ganze, aber wenigstens ein Teil. Und nein, ich gehe nicht so mit jedem Mädel um. Oh, wenn ich die Karre klaue, kann ich dann auch das Boot mitnehmen? Das werden wir irgendwann mal testen, auf jeden Fall. Ich will jetzt eine andere Karre. Hi an alle. Panos schreibt Hi an alle, okay. Ja, hallo Panos. Was haben wir denn hier, Geiles? Gar nichts. Wie gesagt, wenn ich in einer Mission bin, finde ich die geilsten Karren. Aber die geilsten, Alter. Und wenn ich mal nicht in einer Mission bin, dann finde ich nur noch Schrott. Man findet dann nichts mehr Gescheites. Das ist wirklich zum Kotzen. Da, nix. Nix. Wieder nix. Mehr als nix. Schon. Ah, ist das ein Geldtransporter? Nein. Meine Fresse. Oh, vielleicht. Oh, oh, oh. Was ist das? Schon wieder ein GT40, Alter. Ich will aber nicht zwei GT40 in der Garage haben. Ah komm, besser als die Karre erstmal. Vielleicht spawnen dann ja bessere Karren. Steig aus, du Lutscher. Was? Was ist dein Problem, Junge? Oh, Kohle! Im Moment ist jede Kohle recht. Komm, gib Gas hier, Junge. Jetzt einfach nur abhauen hier. Okay. Sie jagen mich. So, sie haben uns verloren. Jetzt chillen wir mal hier. Ich hoffe, es kommt kein Zug hier, aber das sieht nicht so aus, als ob hier ein Zug vorbeikommt. Okay, Polizei abgehängt. Bin ich geil oder bin ich geil? Und ich suche immer noch ein geiles Auto. Aber ich sehe es schon, wir werden GT40 wieder in die Garage stellen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Aber was will man denn hier in so einer Hartz IV Location finden? Wir müssen hier, wo war das? Was geht? Ja, Snickers, was geht? Alles geht. Wir werden jetzt erstmal hier hin chillen. So, suchen wir eine geile Karre. Alter, wenn ich mir das Let's Play anschaue und ich habe irgendeine geile Karre verpasst, werde ich mich wieder künstlich aufregen. Ich suche jetzt schon so schnell, wie es nur geht, zu gucken. What the fuck? Falsche Richtung geguckt. Aber was soll's? Komm, Alter, wo sind die geilen Karren? Wo zum Teufel sind die geilen Karren? What the fuck?
Ich sollte lieber auf die Straße gucken. Wird mich auch mit einem Motorrad zufrieden geben. California. Jo. Also Leute, wie ihr gesehen habt, man muss hier... Oh Gott, der Porsche. Ja, Porsche oder California. Porsche oder California, Porsche oder California. Alter, ich nehme den Porsche. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Ach komm, ich mach jetzt einfach hinne. Hier ist ja noch Kalifornien. Alter Junge. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Vielleicht kann man ja Peilsender reinmachen. Wartet. Steig erstmal aus, Junge. Steig aus. Ich werde einfach mal jetzt 10 Meter fahren. What the fuck, Alter, bist behindert. Und hoffen, dass die Wagen mal nicht despawnen. Vielleicht kann ich ja so einen Peilsender ranmachen. Das wäre nämlich geil. Wenn man das machen kann, das wäre geil. Dann hätte ich einen California und einen Porsche, Alter. Dann hätte ich schon zwei der besten Fahrzeuge, die es hier überhaupt gibt. Der Sound dieses Wagens, Alter. Reiß dich einfach nur in Stücke. Ich wollte schon sagen, ey, wenn er jetzt despawnt, dann kriege ich einen Anfall. Fahren wir jetzt erstmal mit den... mit denen hier rein. Bitte despawn nicht, Fahrzeug. So, mal schauen, ob man hier Peilsender, also erstmal reparieren. Oh Gott, ich habe ja keine Kohle, Alter. Ich habe keine Kohle. Okay, erstmal zurück. Mal gucken, wenn der nicht despawned ist, dann mache ich das bis zur Garage. Alter, ich mache das bis zur Garage. Leute, das Video ist auch schon ziemlich groß geworden. Ich mache jetzt einfach nur Folgendes, diese zwei Wagen hier 10 Meter stückweise bis zur Garage bringen. Und bis zum nächsten Mal, Leute.